Hallo, ich bin der Fabio. Hallo, ich bin der Janik. Hallo, ich bin der Claude. Und jetzt gehen wir nach Burgdorf. Also mein Name ist Diego Maraloso, ja. Ich komme aus Brasilien, ich bin schon seit 2001 in der Schweiz und ja, ich tue seit 7 Jahren Breakdance, 14 Jahre Skateboarden. Radical. Könnt ihr das Hip Center in kurzen Worten vorstellen? Tanzen, rappen, sprayen. Klein, gebig, gemütlich, chillige Atmosphäre und einfach immer etwas im Laufen. Loyal, ehrlich und friedlich. Wow, das finde ich cool. Die drei Worte. Wenn und wie oft findet das Training statt? Also hier ist immer am Mittwoch. Vom 2:30 bis 3:30. So mache ich dann ein paar Übungen, einwärmen, aber mit Übungen und alles. Ich finde es cool, weil man immer verschiedene Moves ausprobieren kann und man ja, einfach viel Abwechslung hat. Also mir gefällt es sehr gut, es ist sehr kreativ. Du kannst ziemlich deinen eigenen Tanzstil einbringen. Es ist einfach coole Formen können auszudrücken. Und was könnt ihr am Hip-Hop-Center empfehlen? Ich finde, Hip-Hop ist so wie eine ganze Kultur. Hip-Hop ist so eine grosse Gemeinschaft, das bringt Leute von ganz verschiedenen Kulturkreisen zusammen, sei es Skater, sei es auch Rapper, sei es einfach Hip-Hop-Dancer. Ja, also wir können eben Breakdance so einfach normal Hip-Hop oder Crumping oder House-Tanzen kann man dort auch machen. Ja. Ja, es ist cool hier. Ich könnte kommen. Mein Name ist Anna Zürcher und ich bin stellvertretende Jugendarbeiterin von Reformierten Kirche in Burgdorf. Was macht ihr während dem Training? Das, was ich mache, ist, dass wir hier von Reformierten Kirche den Raum zur Verfügung stellen, mit allen Spiegeln und mit Musikanlage. Ich schaue auch immer, dass ein Schlüssel sicher rum ist, für das sie hier den Raum können brauchen können. Und ab und zu führe ich Gespräche natürlich mit den jungen, tollen Tänzern hier und mit den Leitern. Super Event, wo junge Leute zusammenfinden können und man kann miteinander gemeinsam unterwegs sein. Habt ihr denn auch Auftritte? Ich bin schon zweimal oder dreimal in Solette. Im Hip-Hop-Center haben wir schon auch einen Hip-Hop-Gottesdienst in Markuskirche. Mit meiner Crew selber, Jammin' Jabbers, haben wir schon Menge Zeugs gemacht.